Ja, Natascha, wir haben ja jetzt eben unsere Schweißproben an normalem Stahlblech durchgeführt. Jetzt eignet sich das Wickschweißverfahren ja auch für Edelstahl, Kupfer, Titan, Messing, Bronze, was auch immer. Und die Schweißeigenschaften von zum Beispiel Edelstahl, was ja auch eine sehr häufige Anwendung ist, die ist eigentlich relativ vergleichbar zum Stahlschweißen. Das heißt, das wird auch mit DC, also Gleichstrom, geschweißt, auch mit einer spitzen Nadel, beziehungsweise Wolframelektrode ist der richtige Fachbegriff. Muss man immer aufpassen. Nadel wird nicht so gern gehört. Soll alles seine Richtigkeit Ja, haben. genau. Das Einzige, worauf man da achten muss, wenn man jetzt unterschiedliche Werkstoffe schweißt, ist, dass man immer den richtigen Zusatzwerkstoff nimmt, der auch zum Grundmaterial passt. Da gibt es Tabellen für. Und gerade beim Schweißen von Edelstahl oder Chrom-Nickel-Werkstoffen, wie es eigentlich richtig heißt, muss man die Gasabdeckung genau im Auge behalten, weil da ist ja Chrom und Nickel drin und wenn das zu heiß geschweißt wird oder die Gasabdeckung nicht stimmt, dann brennen diese Legierungselemente ab und die Korrosionsbeständigkeit ist dann nicht mehr gegeben. Okay. Also beim Chrom-Nickel-Schweißen dann den richtigen Zusatzwerkstoff und die Gasabdeckung im Auge behalten. Alles klar. Und jetzt würden wir mal einen Schwenk machen auf Aluminium, weil unsere 180 AC-DC Puls ist ja auch zum Aluminiumschweißen geeignet. Ganz genau. Fürs Aluminiumschweißen haben wir jetzt erstmal eine andere Wolframelektrode verwendet. Die sieht jetzt von außen ein kleines bisschen anders aus als die, die wir eben beim Stahl hatten. Ja, abgerundet, Die ne? ist jetzt abgerundet, da hat Ja. sich schon eine Kalotte gebildet und das ist jetzt eine grüne, also Kennfarbe grün. Ja. Das ist eine reine Wolframelektrode. Eben hatten wir eine türkise, das ist ein Mischtyp. Und fürs Aluminium AC-Schweißen hat sich die grüne Wolframelektrode eigentlich gut bewährt. Wobei es mittlerweile auch neue Typen gibt, die man da als Alternative einsetzen könnte. Zusätzlich ist die Maschine jetzt umgestellt auf AC, also Wechselstromschweißen, auch erstmal ohne Puls. Das heißt, wenn wir jetzt gleich schweißen, dann werden wir so ein Brummen hören. Das kommt einfach dadurch, dass der Lichtbogen immer in einer bestimmten Frequenz, die bei der Maschine einstellbar ist, zwischen Pluspol und Minuspol hin und her wechselt, was wir zum Aluminiumschweißen brauchen. Als einfache Übungsnaht habe ich jetzt hier mal so einen Eckstoß zusammengeheftet. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn man jetzt eine Kiste baut und hat dann Bleche Ecke auf Ecke zu verschweißen. Da kann man gleich schön hier oben die Ecke ein bisschen verschweißen. Von der Brennerführung ist es ähnlich zum Stahlschweißen. Wir müssen natürlich dann einen passenden Zusatzwerkstoff nehmen, passend zu unserem Aluminium-Grundwerkstoff. Und etwas mehr Draht zuführen. Also man gibt beim Aluminiumschweißen etwas mehr Zusatz dazu, weil die Nähte generell etwas breiter werden. Okay. Ich würde sagen, ich mache das mal vor. Ja. Ich habe jetzt hier 3 mm Alublech auf Ecke geheftet, ungefähr 100 Ampere. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, ob das passt. Und dann fängt man auch wieder an, dass man sich so einen kleinen Schmelzbadsee bilden lässt und wenn das Schmelzbad schön silbrig blank ist, dann kann man mit dem Vorschub starten und dann auch den Draht dazugeben. Alles klar. Okay, dann alles wie gehabt. Legen wir los. Achtung. Ja, man sieht jetzt hier bei der Naht, dass diese Naht so eine bestimmte Schuppung hat. Ja. Und das kommt auch wieder daher, jede Schuppe ist im Prinzip einmal Zusatzmaterial. Kam das mir jetzt nur so vor oder bist du, je weiter du nach hinten gekommen bist, immer schneller geworden? Ja, das ist beim Aluminium tatsächlich so. Aluminium hat eine relativ große Wärmeleitfähigkeit. Das heißt, am Anfang dauert es relativ lang, bis man loslegen kann, weil das Material die Wärme schnell abführt. Aber irgendwann hat das Bauteil dann auch eine gleichmäßige Temperaturverteilung und dann habe ich natürlich genug Wärme drin und kann dann schneller schweißen. Wenn man jetzt ganz spezielle Anwendungen in Aluminiumbereichen macht, dann ist es sogar sinnvoll,
dass man mit einem Fußpedal arbeitet, was es ja auch als Zubehör für die Maschine gibt. Weil dann kann man nämlich am Anfang mit dem Fußpedal den Strom etwas höher stellen. Und wenn man dann mal Wärme in dem Bauteil drin hat, dann regelt man über das Fußpedal den Strom ein bisschen zurück und kann dann schön gleichmäßig durchspeisen. Aber das sieht ja schon schön aus. Ja, Aluminium ist eigentlich schön für Sichtnähte, kann man schon schön machen. Und ich hoffe, dass du das jetzt auch so hinbekommst. Ja, ja. Ich hoffe das auch, aber ich befürchte das Schlimmste. Also so meinst du denn? Ja, ruhig etwas steiler, so, genau. Da kommt schon Handball nicht. Ja, kannst du das Blech auch noch ein bisschen verrutschen. Und dann halt erst einen Moment warten, bis sich schön so ein blank silbriges Schmelzbad gebildet hat. Ja. Dann sind alle Oxidschichten dann aufgelöst, die auf dem Aluminium drauf sind. Und dann kannst du anfangen, den Zusatzdraht reinzutupfen. Dann kann ich loslegen. Genau. Okay, dann versuchen wir das mal. Jawohl. Ja, da vielleicht noch ein Hinweis dazu. Ich konnte das nicht so gut, ja. Ja, was wir eben gesagt haben, eben haben wir gesagt, den Lichtbogen schön kurz halten, damit wir nicht so einen Besen bekommen. Beim Aluminiumschweißen ist das so, die Schmelze baut sich immer auf, wenn man den Zusatzdraht dazu gibt. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass das Schmelzbad die Wolframelektrode berührt, größer. Das heißt, beim Aluminiumschweißen kann man den Abstand etwas größer bisschen mehr Abstand halten. Genau. Deswegen hat er jetzt so gespraddert. Deswegen hat er im Prinzip das Bad aufgebaut. Er hat Kontakt zwischen Schmelze und Wolframelektrode bekommen und dann einen Kurzschluss gezogen. Hm. Ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm. Normal müssten wir jetzt auch ausschleifen und die Nadel noch mal ein bisschen reinigen. Wir machen jetzt mal weiter an der Stelle. Okay. Zum Üben ist es mal okay. Habe ich ja Glück gehabt. Das sieht ja sogar halbwegs ordentlich aus. Ja, du hast jetzt gemerkt, du musstest jetzt aufhören, weil der Draht zu Ende war. Ja, ja. Das ist der Unterschied. Beim Aluminiumschweißen geht halt viel mehr Zusatzdraht weg. Ja. Und aber so an sich. Ja, ich bin hier, ich konnte nicht weiter, also ich kam nicht genau, vor. Genau, am Anfang ist etwas zu viel auf das eine Blech gerichtet gewesen, aber so an sich ist das so in Ordnung. Ich finde es ganz okay. Ja. Ja. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, du hast mir eben gesagt, der Lichtbogen, ich muss halt ein bisschen weiter weg, damit der Lichtbogen streut. Und da habe ich jetzt gerade mal nachgeschaut, man konnte richtig gut erkennen, wie schön der halt hier drüber geht, diese blaue Schimmer, den man dann sieht. Ja. Ne? So in die, also war gut, hat mir Spaß gemacht. Das unterscheidet sich so ein bisschen zwischen dem Gleichstrom- und dem Wechselstromschweißen. Mhm. Beim Gleichstromschweißen ist der Lichtbogen halt schön eingeschnürt, schön gebündelt. Ja. Und beim Wechselstromschweißen mit dem Pluspolanteil ist der etwas breiter, der streut etwas. Da kann man sich ein bisschen helfen und das einschnüren, indem man die Frequenzen ein bisschen hoch dreht. Das kann man ja im Untermenü machen. Ja. Die Bedienungsanleitung gibt dazu dann auch Auskünfte, wie man die Frequenz oder die Pluspolverschiebung, die Balance nennt man das, ändert. Da lohnt ein Blick in die Bedienungsanleitung, weil das Gerät hat wirklich sehr viele Unterfunktionen im Untermenü, die man dann halt einstellen muss entsprechend. Gut, wir haben jetzt hier mal eine Ecknaht geschweißt. Das ist zum Üben relativ schön. Man könnte jetzt auch eine Auftragsnaht schweißen. Das kannst du auch nochmal probieren. Dass wir einfach nochmal hier auf dem flachen Blech auch 3 mm. Ja. Einfach nochmal eine schöne Auftragsnaht schweißen. Eine schöne? Eine schöne, ja, bitte. Du mit deinem Schön immer. Ja. Schöne Schweißnähte darf man sehen, oder? Genau, wir wollen ja zeigen, was wir können. Genau. Okay, soll ich einfach mal... Ja, schweiß mal eben, wie vorhin beim Stahl auch, eine Auftragsnaht. Mhm. Vielleicht mit schöner Schuppung. Probier mal. Vielleicht. Vielleicht. Wir hoffen das Beste. Machen wir immer.
Ja, ja. Jetzt, oder? Dieses Hinterherschieben fällt mir hier einfach nur ein bisschen schwer, deswegen habe ich jetzt aufgehört. Weil viel Material halt drauf geht. Das merkt man richtig, wie das wegläuft. Ne? Das stellt man richtig fest dabei. Gut, ist jetzt wieder mal ein bisschen dick geworden, die Naht. Ne? Ja, wie gesagt, beim Aluminium baut es sich halt etwas stärker auf. Ja. Weil wenn man viel Draht reinschiebt, dann wird es auch entsprechend dann eine dickere Naht. Ja, habe ich gemerkt. Dann mach du doch noch mal eine schöne Naht daneben. Soll ich noch mal schöne daneben machen? Genau. Wäre mir mal ganz recht. Okay. So, Achtung. Keine weiteren Fragen. Jahrelange Übung. Ja, gut, okay. Also ich sag mal, Aluminium ist im Vergleich zu Stahl oder zu Edelstahl nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen ist das hier schon mal sehr gut für den Anfang. Macht mir aber Spaß. Aluminium macht richtig Spaß. Wenn die Maschine gut läuft und die Einstellung passt, macht Aluminium viel Spaß. Ja, da möchte ich gerne mehr mitarbeiten. Okay. Alle Nähte, die wir bis jetzt geschweißt haben, sei es hier mit Gleichstrom bei Stahl oder mit Wechselstrom bei Aluminium, haben wir ja ohne den Puls geschweißt und haben auch immer mit Zusatzdraht gearbeitet. Und durch das Zugeben des Zusatzdrahts bildet sich ja dann diese Schuppung, was ja gerade im Aluminiumbereich auch ein optischer Hintergrund ist. Jetzt kann es natürlich sein, man hat vielleicht nur irgendeine Verkleidung oder irgendeine Abdeckung, die man Ecke auf Ecke verschweißen möchte und möchte auch diese Schuppung haben, aber möchte nicht unbedingt Zusatzdraht dazugeben, möchte aber trotzdem auf diese Schuppung nicht verzichten. Und jetzt kommt der Puls ins Spiel. Die Anlagen, sowohl die AC- als auch die DC-Maschinen, können ja pulsen bei WIG und E-Hand. Genau. Und das führen wir jetzt mal vor. Und ich habe die Maschine schon mal so eingestellt, dass es von den Parametern passt. Das ist ein bisschen ausprobieren. Wie das funktioniert, auch da nochmal der Blick in die Bedienungsanleitung. Und wenn wir jetzt gleich schweißen, dann wird man das hören, dass der Strom immer zwischen zwei Parametern hin und her wechseln wird. Okay. Und dann sollte sich eine schöne Schuppung ohne Zusatzdraht auf der Naht dann ausbilden. Dann schauen wir mal. Jawohl. Achtung. Tja. Ich würde sagen, da hast du nicht zu viel versprochen, oder? Das sieht aber ja ziemlich gut aus. Also ich bin fest davon überzeugt, dass du das auch kannst. Oh ja. Deswegen einfach mal ausprobieren. Und dann sollte das nicht viel anders aussehen, wenn du schön gleichmäßig ziehst. Jetzt leg hier die Latte nicht zu hoch, ja? Das schaffst du schon. Gut. Vielleicht sollte ich lieber weiter hinten anfangen, dass der Vergleich nicht so direkt ist hier in dem Fall. Ja, genau. Okay, das gefällt mir, das können wir öfter machen. Nicht so. Das klappt super, oder? Ja, sag mal, guck, ich meine, klar, wie bei dir sieht es jetzt nicht aus. Ja. Ich bin ein bisschen enger, meine Schuppen sind ein bisschen schmaler irgendwie, ne? Vielleicht ein bisschen langsamer gezogen. Ja. Hätte jetzt ein bisschen schneller ziehen können, aber... Ach, das, ich habe jetzt zu langsam gemacht, oder was? Ja, der Abstand oder die Schweißgeschwindigkeit war vielleicht ein bisschen zu niedrig. Okay. Oder die Wärme, die jetzt schon im Blech war, war schon etwas höher. Aber das ist ja dann nachher ausprobieren. Das ist ja dann schon ein guter Trick. Guter Trick eignet sich natürlich nicht nur hier für so optische Geschichten, sondern das Pulsschweißen beim WIG ist auch dafür gedacht, um
die Wärmeeinbringung zu reduzieren. Also wenn ich mit dünnen Blechen arbeite, dann kann ich auf das Pulsen umstellen, weil ich dadurch einfach weniger Wärme einbringe. Der Verzug geht runter, weniger Wärme bedeutet weniger Verzug. Ja. Die Streckenenergie ist wichtig für die Werkstoffeigenschaften. All das kann man mit dem Puls erreichen. Also ich habe schon mit ein paar Schweißern darüber gesprochen, über den Puls, über die Funktionen an sich, und die waren da sehr geteilter Meinung. Der eine sagt yes, auf jeden Fall, der andere sagt nee, will ich nicht, ich brauche ich nicht. Ne? Es ist ein bisschen also, eine Umstellung vom Schweißen, man muss sich ein bisschen da einarbeiten und es muss halt, die Anwendung dafür muss halt passen. Es macht nicht überall Sinn, aber gerade bei solchen Sachen kann man damit schon schön arbeiten. Ich wurde vor kurzem gefragt, ob das auch ein Vorteil ist, wenn man in Zwangslagen schweißt. Oder nach oben dann in dem Fall, dass das, ob das ein Vorteil ist. Ja, wenn man sich da geeignete Parameter, also Strom und Frequenz und Verschiebung, raussucht, dann kann man das schon schön auch zum Steigenschweißen verwenden. Zum Beispiel in der Hochstromphase kann ich dann den Werkstoff aufschmelzen und meinen Draht dazugeben. Und in der Niedrigstromphase hat das Schmelzbad dann Zeit, um abzukühlen und sich an der Steignaht quasi zu fangen, damit mir das Bad nicht runterläuft. Das macht es ein bisschen einfacher, wenn man nach oben schweißt. Ja. Okay. Weil da habe ich eine hohe Wärmeeinbringung, und wenn ich da zu heiß schweiße oder dem Schweißbad keine Zeit gebe abzukühlen, dann passiert es, dass es irgendwann runterläuft, der Schwerkraft folgt. Das kann ich mit dem Pulsschweißen auch ausgleichen. Ja, verstehe ich. Ja. Okay. So, wenn ich jetzt mal kurz drüber nachdenke, haben wir heute schon jede Menge geleistet. Ich habe viel gelernt. Hast du ganz toll gemacht. Dankeschön. Jetzt versuche ich noch mal ganz kurz zusammenzufassen, was mir als Wichtigstes einfällt. Einmal gibt es ganz klar den Unterschied Stahl, Edelstahl oder andere Zusätze und Aluminiumschweißen. Genau. Das Schweißverhalten an sich ist unterschiedlich. Man nutzt beim Stahl, was wir jetzt geschweißt haben, eine weitaus höhere Amperezahl wie beim Aluminiumbereich, zumindest bei dem, was wir jetzt hier als Vergleich hatten. Ja. Dann muss man immer darauf achten, die Schweißzusätze passend zum Material zu nutzen, die zu wechseln. Bei beiden Schweißverfahren muss pro Anwendung die richtige Elektrode ausgewählt werden. Das ist auch ersichtlich anhand der Farbe der Elektrode. Genau, ja. Was fällt mir noch ein? Nee, sag du mal, was habe ich vergessen? Ja, so an sich ist es schon eine Menge. Du hast es ja schon erwähnt, für Stahl und Edelstähle und Kupfer, dass wir damit Gleichstrom schweißen müssen, und beim Aluminium dann für Wechselstrom einstellen müssen, damit wir die Oxidschicht vom Aluminium aufbrechen. Ansonsten, ja, dass die Gasabdeckung, die muss halt stimmen. Das ist besonders wichtig beim Chrom-Nickel-Stahl-Schweißen oder beim Edelstahl-Schweißen, dass die Naht nicht verbrennt und die Legierungselemente nicht verbrennen. Ja, ansonsten die Geschwindigkeit vom Schweißen und die Zugabe vom Draht, das muss halt aufeinander abgestimmt sein. Aber das ist halt einfach eine Übungssache. Das habe ich gemerkt, ja. Genau. Und es kann auch durchaus mal passieren, dass man mal die Wolframelektrode ins Schmelzbad tunkt oder dass mal der Draht hängen bleibt oder sowas. Das passiert einfach. Ist aber nett, dass du das jetzt sagst. Ja. Es ist so. Fühle ich mich gleich ein bisschen besser. Das passiert jedem. Man hat halt viel zu koordinieren mit beiden Händen. Und das ist einfach eine Sache der Übung. Gut. Dann bin ich hoffnungsvoll, übe jetzt noch ein bisschen weiter, und ich denke, wenn ich noch mal weitere Tipps oder Tricks brauche oder Hinweise und Hilfe, bist du dann noch mal da? Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Dann sehen wir uns wieder. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.